Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Herzlich willkommen zum VfR-TV, neben mir Michael Weiker. Ich grüße dich, Weiki. Hi, schön, dass du da bist. Hinter uns spielen unsere Jungs im Testspiel gegen die Sportfreunde Kirchheim. Er steht nach ca. 35 Minuten 1:1. Tor für uns hat der Leubel geschossen, aber gehen wir jetzt auf unseren Weiki ein. Erster Training war, da warst du leider noch nicht dabei. Kannst du uns kurz sagen, wie es deiner Genesung geht, wie du vorankommst? Ja, also ich habe jetzt nach dem Winter angefangen wieder mit Muskelaufbautraining, weil ich doch vor dem Winter noch ein paar Probleme hatte mit dem Knie. Und hoffe, dass ich jetzt so problemlos weitermachen kann und dann relativ schnell wieder auf dem Platz vielleicht sein kann. Was schätzt du, wann wird die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft sein? Weil jetzt geht es ja wahrscheinlich so mit normalen Physioeinheiten, Lauftraining vermute ich mal, machst du hauptsächlich. Wann meinst du, mit der Mannschaft geht's los? Ja, es kommt ganz darauf an, wie es läuft. Also ich will natürlich so schnell wie möglich, aber ich will mir auch noch die Zeit lassen, da ich jetzt schon ein bisschen länger verletzt bin und nicht zu schnell anfangen will. Aber ja, ich hoffe mal, dass ich relativ gut mit dem Aufbautraining durchkomme und dann auch bald wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen kann. Meinst du, du kannst vielleicht diese Saison nochmal ein Spiel spielen über 90 Minuten oder zumindest ein paar Einsätze kriegen? Ja, das halte ich jetzt erstmal nicht für so realistisch, aber ich gebe natürlich mein Bestes und falls es am Schluss doch noch ergibt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Das heißt, wir können auf jeden Fall nächste Saison mit dir rechnen. Da ist die Frage, was schätzt du, was machen die Jungs denn jetzt in der Rückrunde, wo geht's hin? Ja, nächste Saison hoffe ich natürlich, dass ich wieder voll dabei bin und voll angreifen kann. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus und ich hoffe mal, dass nächstes Jahr wieder Regionalliga ansteht und würde mich da auch super drauf freuen. Das ist ein schönes Ziel, aber Regionalliga, heißt es für dich dann direkte Regionalliga oder mögt ihr wieder unbedingt Qualifikation spielen? Ja, oder Relegation, eher gesagt. So wie ich uns kenne, spielen wir natürlich Relegation, aber so ein direkter Aufstieg wäre eigentlich auch mal ganz nett. Ja, vor allem, er hätte da auch mal ein bisschen länger Urlaub, ist ja auch mal ganz nett, oder? Ja, das auf alle Fälle, obwohl ich jetzt vom Urlaub erstmal genug habe. Stimmt, du kamst jetzt erstmal, beziehungsweise hast jetzt ein bisschen Erholung. Wir drücken aber die Daumen, dass es für dich weiter vorangeht und dass wir doch bald wieder von dir hören und dann aber auch spielerisch mal wieder was von dir hören. Danke, dass du Zeit hattest und jetzt drücken wir den Jungs noch die Daumen, dass sie vielleicht in der zweiten Halbzeit oder in den nächsten Minuten noch das 2-1 schießen oder vielleicht noch das ein oder andere Tor schießen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.